Am Rande des Sommerfests der Vielfalt der Hochschule Ludwigshafen gab es einen intensiven Informationsaustausch zwischen der CDU-Landtagsabgeordneten und schulpolitischen Sprecherin Marion Schneid, die selbst hier an der Hochschule Ludwigshafen studiert hat, und Ute Samel von der Hochschulkommunikation. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hierher komme, wobei es sich ja so viel verändert hat auch. Und wenn ich überlege, wir waren damals 400 Studenten und jetzt haben wir 3500, das ist also ein enormer Fortschritt und es muss sich natürlich auch was tun. In dem Zusammenhang, denke ich, ist es unglaublich wichtig, dass jetzt endlich dieser Campusausbau kommt und insgesamt sind ja 4500 Studenten angestrebt, das wäre auch machbar, nur das Land hat jetzt schon ein paar Mal die Zuschüsse verzögert. Wir sind da dabei, da setze ich mich natürlich auch dafür ein, weil es ganz wichtig ist. Und wir versprechen uns natürlich auch, dass es Auswirkungen auf die Innenstadt hat, dass so ein bisschen Studentenflair kommt, dass wir Wohnungen für Studenten bereitstellen und dass Ludwigshafen sich auch in der Hinsicht weiterentwickelt. Hochschulen in die Innenstadt, das ist eigentlich ein Thema, wo in anderen Innenstädten schon längst funktioniert. Die Lehrstände in Ludwigshafen, wäre das eine Möglichkeit, über Studentenwohnungen dem etwas einzugreifen? Ja, absolut. Ich denke, dass es eine gute Möglichkeit wäre, um die Studenten auch hier nach Ludwigshafen zu ziehen, dass man nicht immer pendelt. Das würde auch den Verkehr draußen entlasten und es würde Ludwigshafen gut tun, Leben und ein bisschen Lebendigkeit in der Stadt zu haben. Sie als CDU-Politikerin im Landtag sind ja in der Opposition. Können Sie sich vorstellen, wenn es da mal einen Wechsel gäbe, dass die CDU offener ist gegenüber der Hochschulpolitik? Ich glaube, insgesamt ist ja schon ein Schritt gemacht worden, von der Fachhochschule zur Hochschule. Aber ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, unsere Hochschulen zu stärken. Und da muss man genau auf diese noch kleineren Hochschulen gucken, die sich ja noch weiterentwickeln können und die auch ihre spezifischen Schwerpunkte haben. Und ich denke schon, dass wir uns da in diesem Feld auf alle Fälle betätigen würden. Sie sind ja schulpolitische Sprecherin, auch hier in Ludwigshafen im Stadtrat und auch im Landtag. Wie sieht es aus mit den allgemeinen Schulen, also mit den Realschulen, mit den Hauptschulen, mit den Gymnasien? Wie ist da Ludwigshafen aktuell positioniert? Ja, leider Gottes schieben wir immer noch einen riesigen Berg mit Sanierungsmaßnahmen vor uns her. Was dazwischen kommt, sind die Brandschutzmaßnahmen, die natürlich vorrangig gemacht werden müssen. Aber da klemme ich mich ganz arg dahinter und da wünsche ich mir auch für die nächsten Haushaltsberatungen hier im Stadtrat, dass ich wieder massiv meine Schulen in den Fokus hebe und dass auch weiterhin so eine um die 10 Millionen Förderung für diese Maßnahmen im Haushalt verankert wird. Das ist für mich ganz wichtig. Dabei einhergehend ist natürlich aber auch nicht nur die Gebäude, sondern eben auch die Ausstattung der Schule. Das heißt, Schulsozialarbeit, unglaublich wichtig, von allen eigentlich gewollt, nur keiner will die Gelder zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt festgelegt, dass wir vorfinanzieren. Das heißt natürlich aber auch für mich als Landtagsabgeordnete, dass ich nach wie vor um jeden Cent kämpfen werde, der dann in die Schulsozialarbeit auch vom Land reinfließt. Wo drückt der Schuh noch, jetzt so kurz vor den Wahlen, wo man sagt, okay, müsste sich was ändern, beispielsweise bei den Senioren? Wie ist es um die Senioren gestellt in Ludwigshafen? Ich glaube, das Angebot an Seniorenhäusern und Pflegeheimen ist gut. Es sind viele freie Anbieter auch da. Man hat da schon eine große Möglichkeit. Aber dennoch wird das Thema Pflege ein sehr, sehr wichtiges sein. Ja, ich denke, dass so jeder gucken muss, inwieweit er so auch sein eigenes Umfeld altersgerecht gestalten kann. Und ich glaube, dass es Ludwigshafen sehr gut anstehen würde, sich da einzusetzen und zu schauen, wie man denn solche Initiativen auch tatsächlich unterstützen kann, auch von städtischer Seite aus. Was ist so von der Wählerschaft an Sie herangetragen worden, wenn Sie vor Ort auf Wahlkampftour waren? Also klar, alles, was in Richtung Schulen geht, also auch so kleinere Probleme, aber auch, wenn die Eltern sich informieren, welche Schule denn die richtige ist. Aber daneben, was mir so sehr aufgefallen ist, war eigentlich der Erhalt unserer Grünflächen und die Sauberkeit und auch dieses Sicherheitsgefühl in Ludwigshafen. Und ich glaube auch, wir haben ja im Land auch ganz, ganz viel darum gekämpft, dass wir unsere 9000 Polizisten auch irgendwie im Land erhalten können, beziehungsweise auf diese Zahl überhaupt mal wieder kommen. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Bürger sollen sich einfach sicher fühlen, sollen sich wohlfühlen. Ludwigshafen hat auch, wenn man so überblickt,
sehr viel Grün und wir müssen einfach unsere Naturschutzgebiete und Erholungsgebiete in so einem guten Stand lassen oder erhalten, dass man sich weiterhin wohlfühlen kann.